Hey, liebe treuigen Zuschauer, ich bin's, der Leon. Und naja, ich wollte eben mal auf diesen Baum hier klettern, um euch zu sagen, dass es hier jetzt wieder losgeht auf dem Kanal. Ich habe schulisch jetzt ein bisschen was erledigt und allgemein so ein paar Sachen, die angefallen sind, zum Beispiel für mein Projekt Judo HD. An alle Judo-Caster draußen, schaut euch das mal an. Ich werde da auch noch diese Woche ein kleines App-Review machen, weil ich habe meine eigene Android-App entwickelt und die nennt sich halt eben Judo HD, ist kostenlos im Play Store zu haben und so weiter und so fort. Genug Werbung dafür gemacht. Da habe ich auf jeden Fall einiges zu tun momentan und hatte auch sehr, sehr viel zu tun, werde auch weiterhin sehr viel zu tun haben und deswegen kommt Trolltools momentan ein bisschen zu kurz. Das möchte ich aber wieder ein bisschen hochfahren, meine Aktivität hier auf Trolltools und deswegen werden die News-Videos jetzt wieder kommen. Ich werde jetzt nicht sagen, die kommen immer sonntags, sondern ich werde einfach sagen, die kommen Richtung Wochenende, weil dann habe ich einfach ein bisschen mehr Zeit und muss es nicht sonntags um 18 Uhr perfekt raushauen. Das wird wahrscheinlich eh nicht immer funktionieren, hat bis jetzt eigentlich auch noch nie funktioniert. Ich versuche das Ganze mit dem Emanuel von Soyabentec zu machen. Wenn das mal nicht klappt, klappt das halt eben nicht, dann muss ich es eben alleine machen. Das schauen wir dann eben von News zu News Folge. Des Weiteren ist noch zu sagen, dass auch mittwochs mal wieder was kommen wird. Nicht jeden Mittwoch, auch nicht immer was total Aufwendigeres, sondern jetzt kommt dann eben erstmal ein App-Review von meiner eigenen App. Ein bisschen Eigenwerbung schadet ja nie. Aber ich habe auch ein bisschen was geplant, auch ein bisschen was Aufwendigeres. Und ich versuche jetzt in den 2 Wochen Ferien, die wir hier gerade in Hessen haben, auch ein bisschen was rauszuhasseln. Und bin mal gespannt, was ich noch so hinbekomme. Momentan ist halt eben Abitur wichtiger und andersweitigere Aktivitäten, die nicht unbedingt Videoproduktion mit einschließen. Und deswegen wollte ich einfach sagen, ich lebe noch, ich komme wieder hier auf diesem Kanal und versuche jetzt hin und wieder mal wieder was rauszuhasseln. Wird nicht immer klappen. Aber ich bemühe mich jetzt auf jeden Fall und habe wieder ein bisschen Zeit für euch hier auf diesem Kanal. Gut, das war's mit dieser kleinen Zwischenmeldung. Ich springe jetzt mal wieder vom Baum und mache neue Videos für euch. Ciao, das war DTZ. Ich bin aber weg.